Hallihallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, bei einer neuen Folge vom Bienenbär. Heute mache ich mal was nur für euch. Das würde ich sonst nämlich nicht machen. Und zwar geht es darum, wir haben hier unseren Einwarmableger, den wir vor Woche, anderthalb Wochen genommen haben. Und ich gucke da jetzt mal rein. Normalerweise Finger weg, 28 Tage nichts dran machen, dann mal reinschauen, dann sieht man auch schon, hat es funktioniert, hat die Königin schon Eier gelegt, ist alles da oder nicht. Ich gucke jetzt trotzdem mal mit euch rein. Zum einen möchte ich natürlich sehen, haben wir ein bisschen Bewegung am Flugloch, das haben wir gerade schon gesehen. Beim Vorbeigehen, da wird ein- und ausgeflogen, das ist in Ordnung. Jetzt wollen wir gleich mal sehen, ist dort drinnen alles okay und vor allen Dingen haben wir dort drinnen Weidezellen. Und wie gesagt, ich mache das nur für euch. Ansonsten Finger weg davon. Ja, man kann es machen, aber man kann es auch sein lassen. Ich mache einen Schleier auf. Ihr wisst, wenn sie mich an den Armen stechen, ist das nicht so wichtig. Aber im Gesicht mag ich das mit den Stichen nicht. Deswegen Schleier im Gesicht, auf dem Kopf. Besser ist das. So, wollen wir mal schauen. Erstmal wieder wie immer. Guten Tag, liebe Bienen. Ihr kennt das ja schon. Also jetzt schauen wir mal gemeinsam rein. Einmal reinräuchern. Die Bienen sind natürlich aufgeregt, weil sie ja keine Königin haben. Deshalb werde ich wahrscheinlich auch gleich gestochen. Wir nehmen jetzt erstmal hier eine Randwabe raus. Oh je, ist ordentlich Krawall drin. Wie gesagt, normalerweise lässt man die Mädels in Ruhe. Hier ist natürlich noch nichts angebaut, das ist klar. Auf jeden Fall sind hier schon mal Bauketten. Sollen wir mal schauen, ob wir Weidezellen finden. Man macht das natürlich auch deswegen nicht, weil man hier relativ schnell eine Weidezelle zerstören kann. So, wir sehen auslaufende Brut. So, wir sehen dort eine Weidezelle. Da. Die wird gerade frei gemacht. Und auf der anderen Seite sehen wir auch eine, und zwar da unten. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Die ist auch verdeckelt schon, oder? Ja, so gerade. Und das wollten wir sehen. Machen wir vorsichtig wieder zu. Aber ich sehe noch was anderes. Das zeige ich euch auch gleich nochmal. In aller Vorsicht. Und zwar wird schon fleißig gebaut. Wird angebaut. Ja, und ihr seht hier, das sind Bauketten. Seht ihr das? Wenn die Bienen sich aneinander heften, die Wachsplatten weitergeben zum Bauen, auch hier unten, das sind typische Bauketten. So, da könnte man das sehen. Jetzt will ich noch mal ganz kurz gucken, was macht das Futter? Jawohl, vom Gewicht her ausreichend da. Und schon schieben wir das Ganze wieder zusammen. Deckel zu. Hier ist alles in Ordnung. Hier gibt es in kurze Königin. Wieder drauf zum Beschweren. Und ab zum Fazit. So, meine Lieben. Ihr könnt also sehen, mit unserem kleinen Einwabenableger ist alles in Ordnung. Wir sehen hier, also ich habe drei Weidezellen gesehen, vielleicht habe ich nur einen übersehen. Drei sind tatsächlich auch ein bisschen wenig, aber eine reicht ja, eine reicht, die funktioniert. Es ist auch genug Futter da, es wird drinnen gebaut, es sind Königinzellen drinnen, genauso soll es sein. Und jetzt lassen wir den tatsächlich auch in Ruhe, bis die Königin ausfliegt, beziehungsweise bis sie wiedergekommen ist und hoffentlich begattet ist. Das war ein ganz kurzes Video von mir. Einwarmableger à la Pierre Aumeier, Zwischenkontrolle. Alles in Ordnung. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Video.